Und damit herzlich willkommen zur sechsten Season der TPL. Wir sind in der Branavaz Division. Und wie jedes Mal gibt es eine Kadervorstellung von mir und meinem Kompagnon, der eigentlich der göttliche Gott von uns beiden ist, weil er cooler ist und... Nee, eigentlich nicht, aber egal. Hallo Skylani. Du sagst doch immer, du bist der bessere Spieler. Nein, du bist nicht. Du bist der bessere Spieler, wenn es klappt. Sonst bist du der bessere Spieler. Sag Hallo zu den Zuschauern. Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Schön, uns geht's auch gut. Wir haben es überlebt, die Season 5, die war ja erfolgreich. Und ja, jetzt geht's weiter in Season 6. Wir haben ein neues Logo. Ich habe doch Season 5 ausgelassen, haben wir doch gar nicht mitgespielt. Nein, 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 nee, bist du doof. Also spielerisch haben wir wahrscheinlich sehr vieles ausgelassen im Kopf. Aber erstmal, wir haben ein neues Team-Logo. Bah, Frostmourne Fantasy. Angelegt an Final Fantasy, das glaube ich, kriegt man irgendwie halbwegs gebonkt im Kopf, glaube ich. Und ja, wir sind nicht mehr Assassin of the Clown, die Clowns in die Ecke gestellt, obwohl man diesen kleinen Kuppellose da noch im Logo sieht, aber das ist alles schön. Dankeschön, Yoshi, dafür, dass du wieder mal ein wunderschönes Logo designt hast für mich und meinen Kompagnon, der besser ist als ich. Ja, alles gut, Skylani, wie geht's dir? Tja, mal gucken, was so passiert, ne? Ja, wir gucken mal, was passiert. Wir gucken. Ja, nicht lange. Ich glaube, wir gehen gleich ins erste Mon. Was haben wir gepickt, Skylani? Sag es einfach. Ich glaube, wir haben als erstes Kramor gepickt. Ja, wir haben Kramor gepickt, genau. Dann willst du irgendwas sagen, oder war's das? Nee, fang du doch mal an. Okay, wir fangen damit an, dass Kramor drei Fähigkeiten haben könnte. Erzwinger, Anspannung, Spielgerüstung. Ich glaube, so zwei spielt man am häufigsten. Einen lässt man raus. Flug, Stahl ist das Typending von Kramor. Er kann Defog, er kann einiges, er kann sich aufsetzen. Die Namen sind generell auch gerichtet an Final Fantasy VII Figuren, deswegen Tifa Lockhart. Passt, glaube ich, nicht so geil, aber ey, Tifa musste irgendwo rein und deswegen Kramor. Ich finde, wir hatten ihn ja generell, glaube ich, hatten wir, ich gucke gerade so, einen Mon hatten wir schon, ansonsten haben wir alle, glaube ich, noch nie gespielt, zumindest zusammen auf jeden Fall, deswegen Kramor war unser First Pick, der hat für das, was wir uns überlegt haben, sehr gut reingepasst. Deswegen wollten wir den MS als erstes picken. Jo. Du noch so? Hast du gut gemacht. Hab ich gut gemacht. Gut, geh mal weiter, weil über Kramor lässt sich nicht viel reden. Der kann einiges defensiv wie offensiv, von daher lasst euch überraschen. Pokémon Nummer 2, Skylani. Ja, wir haben mal Maskito genommen. Ui. Wir haben gedacht, so eine Vierfachschwäche Flug. Ja. Wäre auch mal ganz cool. Eine Ultra-Bestie wäre auch mal ganz cool. Ja. Also haben wir uns den Boy mal geholt. Ich glaube, der passt ganz gut in unser Team. Ja. Deckt noch einige Schwächen ab an gewissen Stellen, die wir sonst gehabt hätten. Mal gucken. Ich glaube, der kann auch immer noch mal offensiv gespielt werden wie defensiv. Hm. Hat auch Roost, hat auch die Elementar-Punches, kann sich setupen. Also... Ich finde ihn auch geil. So Käferkampf ist geil. Barrett Wallace. Die Mücke ist es einfach. Die Mücke, ja. Ja, also, das war auch, wir haben es überlegt, der passt so gut rein, ne? Also, da gibt es nicht viel zu sagen. Also, der ist schon ein neues Mon, den hatten wir noch nicht. Und diese Riesennase. Ihr wisst ja, was Riesennase heißt. Das ist ein Indiz für das dritte Pokémon. Wir gehen weiter mit Agrostella. Das war unser dritter Pick. Caitiff. Poison, Water, Gift, Wassertyp, Quälerei, Flexibilität, Belebekraft. Hauptsächlich spielt man wahrscheinlich die Belebekraft. Aber man kann den auch, habe ich auch schon öfters mal gesehen, offensiv irgendwie reinbringen, wenn der was vergiftet mit Quälerei. Das tut auch dezent weh, ne? Aber ansonsten, der kann ein bisschen Gift spitzen, der kann ein bisschen vergiften, der kann schön stallen. Das braucht man, glaube ich, in der Defensive sowieso. Und ja, also... Also es war das so unsere erste Überlegung? Ja, eigentlich schon, ne? Wenn es um Wassertypen ging, war das so unsere erste Option? Ja, was wir wollten auf jeden Fall einen Bulky Water Type haben. Genau. Das noch. Und halt nicht und das, was wir schon hatten, ne? Das kommt auch noch dazu. Das ist ja meistens so das Ding, weil ist ja langweilig, wenn du jede Season dieselben Mon spielst und dann daher. Ja. Ja, gibt's nicht viel zu sagen mehr, glaube ich. Nein. Ich glaube, der passt gut zu unserem Spielstil. Von daher geht es weiter. Pokémon Nummer 4. Ja, Pokémon Nummer 4 ist Lectragon. Ja, Voltabsorber ist mal irrelevant, aber Übereifer. Lectragon, wenn er denn trifft. Ich glaube, so viele Switch-ins gibt es nicht in Schockschnabel. Und den kann man sowohl physisch als auch speziell spielen mit Draco. Und Drachenklaue, ja, Schockschnabel ist halt
der Move, der eigentlich fast immer liebend gern gedrückt wird. Er kann auch Bodenattacken wie Erdbeben. Ja, und was er auch hat, ist Sandscharrer. Denn jetzt kommt so langsam der erste Spoiler. Wir spielen ein. Wasserteam! Nee, wir. Sonnenteam? Hagel? Ah nee, Sandsturm. Wir spielen ein Sandsturmteam. Und da sieht Lectragon dann auch richtig nice drin aus. Wer hätte das gedacht, dass man Lectrecon mit dieser Fähigkeit spielen darf? Die TPL macht es möglich. Cloud Strife ist der Name. Ich finde es so witzig, dass du sagst, Void Absorber, warum sollte man das spielen? Ich denke mir so, Alter, keine Elektroattacken, denke ich mir so, also, ne? Aber ja gut, sind halt die Spielstile von manchen Menschen einfach unterschiedlich. Geht es so weiter zu Pokémon Nummer 5, glaube ich. Da kommt das nächste zu. Sandschar, Adlerauge und Felsenfest. Wolverog, Red. 8? What the fuck? Was ist da Oder los? 8. Also, wir haben natürlich gedacht, der war Oder ein 8. D-Tier. Red 8 oder Red 8. Red 8. Red 8. Man kann auch Nanaki sagen, aber ich habe mich für Red 8 entschieden. Red 8, wie ich halt möchte, weil ich wieder ins Quasseln komme und nicht weiß, was ich sagen will, dann sage ich irgendwas, was ich will. Nanaki, Red 8, Red 8. Ein geiles Pokémon in D-Tier. Ja, wir haben es gesagt, Sandschara ist, glaube ich, schon die Fähigkeit, die hauptsächlich vielleicht gespielt wird, aber wir können auch den Gegner etwas verwirren, wenn sie einfach sich das Video geben und denken, Sandschara kommt immer mit. Nein, Adlerauge gibt es auch noch und Felsenfest, sowieso. Ja, also das hier, das ist natürlich, Wolverock ist ne, nicht das Beste von den dreien, aber tagmäßig, aber der passt da rein, deswegen haben wir ihn genommen. Und Schnelligkeit ist immer ganz gut, von daher. Und so eine Gesteinsprio ist auch ganz nett. Ja, glaube ich auch, dass die ganz, ganz, ganz gut ist, ne? Und da wir auch, glaube ich, den Hardcounter im Team haben mit Maskito, ist das, glaube ich, ganz cool. Ganz cool. Weißt du, was noch ganz cool ist? Das nächste Pokémon. Swallow, aka Schwalbos. Ja. Kannst du den Namen auch vorlesen? Zit High Wind. Ja, schön. Sind stolz auf Was dich. auch immer das ist, keine Ahnung, Ja. aber für die Namen ist Marsch hier Ja. zuständig. Adrenalin und Rauflust, zwei richtig geile Fähigkeiten. Man kann den True. sowohl physisch als auch speziell spielen. Ist er unser schnellstes Mon? Ja, ich glaube ja. Ist es unser Ja. schnellstes Mon? Ja, ist unser schnellstes Mal. 125 Speed, Mit glaube ich, im Kopf. 13 Speedpunkten mehr als bei Woktag. Ja, genau. Außer Potenzielle der Sand ist da, Rauflust. dann. Genau. Von daher, ja, mal gucken, wie viele Switch-ins die denn dafür finden. Der guckt schon so böse. Es ist so ein Sit Highwind, der ist böse und der macht viel Schaden. Dafür ist er da. Und wir haben den, wie gesagt, noch nie gepickt. Geht es weiter zum nächsten Pokémon. Ey, wir brauchen eine Fee. Mimikma, Aerith. Fee, Geist, Kostümspuck ist die einzige Fähigkeit, was es kann. Aufsetzen, Prio. Eine starke Geist-Prio. Choice Band wird wahrscheinlich nicht gespielt werden, aber so ein Leben Orb ist, glaube ich, so ein Move, was man öfter gerne mal sieht. Schwächenschutz wäre auch noch nice irgendwie. Von daher, Mimikma, offensiv. Ich glaube, dieses Mal fehlt uns nicht wirklich an der Offensive. Wir haben sehr viel Offensive dabei. Schon allein, wenn du guckst, Schwalbos, Mimikma, Lectagon haben wir schon gesehen. Und da kommen noch so mindestens einmal, was auch auf jeden Fall noch offensiv ist. Von daher, ja, fällt dir noch was ein zu Mimikma? Es schaut schön. Ja, sieht ein bisschen aus wie Pikachu. Echt jetzt? Warte mal, muss ich mir gerade drüber nachdenken. Das habe ich ja noch nie gesehen. Krass. ich finde mich immer cool. Ja, also optisch ist schon stylisch. Eins der Mon aus Gen 7, was, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Liebe bekommen hat, obwohl es eigentlich das niemals wollte. Geh es weiter zum nächsten Pokémon. Ja, Vesprit. Krass. Ja, ich glaube, das war der einzige Snipe, den wir überhaupt hatten, ne? Zwei. Zwei? Ja, Pflanze. Ach Pflanze. ja, doch, zwei. Ja, wir wollten eigentlich Selfie eher haben. Danke, Psychos. Genau, aber ist jetzt nicht so dramatisch. Also, ich habe das angeguckt. Ist jetzt nicht so ein großer Unterschied zwischen den beiden. Also, maybe ist Desperate vielleicht sogar noch ein bisschen vielseitiger. Ja. Vesper, wir wollten einen Psychic-Type noch haben. Und eigentlich, wie gesagt, wollten wir Vesprit, wollten wir Selfie haben, Ne, jetzt wir haben wir wollten Vesprit. Westwood von Anfang an haben. Rede nicht so viel. Ja. Ja. Es ist okay. Es ist jetzt kein schlimmer Snipe Nö. gewesen. Wir konnten ihn ganz gut Genau. ausgleichen. Wir gucken mal, was der denn so alles kann im Singles.
Der ist auch vielseitig einsetzbar. Der hat schon so ein paar kleine Moves, die man auf jeden Fall spielen kann. Wenn du es natürlich zulässt, ne? Mal gucken, wie diese Seasons wird, wie sehr du dich auf meine doofen Gedanken manchmal einlässt, die vielleicht zum Sieg führen könnten oder halt zur harten Niederlage, ne? Geht es weiter. Pokémon Nummer. Ja, keine Ahnung, was das war. Es ist Flampivian, Sephiroth. Feuer, Rohrgewalt, eine Fähigkeit, die sieht man gerne. Der will böllern, der hat U-Turn. So ein offensiven Feuertyp. Na gut, wir hatten Glurak X mal gehabt, der nicht so gewirkt hat. Aber hatten wir schon mal einen offensiven Feuertyp? Ich weiß gar nicht, was hatten wir letztes Ente hatten Mal? wir auch, der kam einmal mit. Ja, gut, Arcani hatten wir auch. Ja, war nicht so Ja. erfolgreich. Aber Flampivian, glaube ich, der hat Bock. Ich sag's ja jede Season, dass sie Bock haben, aber ich glaube, der hat Bock. Was hatten wir denn in Wahrscheinlich wird Season der nicht so 1? viel machen, wie er eigentlich machen sollte. Aber. Skelabra hatten wir in Season 1. Naja. Was? Skelabra hatten wir in Season Oh, 1. Der war nicht so also scheiße. Season 2 für uns, aber Ja. Season, ja. 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 Flampivian, wie gesagt, ich glaube, ja, der wird was reißen. Nee, geht's los zum nächsten. Nächstes weiter zum nächsten Pokémon. Ja, unsere Elektro-Immunity außer Volt-Absorber Elektragon ist dann Keifel. Bringt uns nochmal Rocks mit. Prio. Ist unser Evolith-User, ist wahrscheinlich jetzt nicht so unwahrscheinlich. Ich habe da Ja, andere und Ideen hat schon. auch nochmal Speckschicht, um die Feuerattacken zu resisten und die Eisattacken. Ja, Ja. eigentlich ein solider Pick gewesen. Ja, man muss dazu sagen, da stehen ja nur zwei Fähigkeiten von dreien. Es hat doch noch Schneemantel. Ja, aber das darf man nicht spielen in dieser Liga, was auch gerechtfertigt ist. Obwohl wir keine Hage mit haben. Warum sollten wir es ja nicht spielen? Gibt gar keinen Sinn. Hätte ich es doch aufschreiben können. Egal. Der gute Reno ist, ja, es ist Keifel, es ist Reno, es ist defensiv. Wie gesagt, ich habe schon vielleicht nochmal eine Idee, was man noch außer Evolith spielen könnte, wenn es passen würde. Von daher, mal gucken, ob Scalani eh nein sagen wird, was wahrscheinlich passiert. Geht es weiter zum nächsten. Und das ist unser Mega Rufus Shinra, Mega Despotar. Sandsturm, krasse Fähigkeit, eine nur. Es ist Gestein, Unlicht. Unlicht-Typ hat uns doch gefehlt. Gestein hatten wir ja schon mit Wolverok Tag. Ja, der setzt den Sand auf. Dann sollen halt so ein bisschen die Mons wie Elektragon, Wolverok so ein bisschen Schaden machen. Ne? Und dann fühlt sich auch ein Despotar richtig nice, wenn der Work macht. Der kann sich auch selber aufsetzen. Ist halt die Frage, ob wir es machen. Ja, also. Die Idee war am Anfang, wir können jetzt mal callen, ob wir Wasser picken oder Gestein. Du hattest noch Sonne im Kopf. Wir haben uns dann eigentlich doch schnell auf Gestein entschieden, ne? Auf Sandsturm. Deswegen habe ich auch am Ende weitaus Bock drauf gehabt. Plus dazu haben wir die Psychedelics haben wir auch Wasser gepickt. Also es wäre wahrscheinlich irgendwann vielleicht sogar schlecht ausgegangen, dass wir uns gegenseitig die Mons wegpicken. Von daher, willst du noch was zu deinen Lieblings-Mega diese Season sagen? Weißt du, wie viel Altec Mega Despotar habt in der Base? Nein, aber du wirst es mir jetzt wirklich sagen, oder? 164. Ist das viel? Ja, das ist relativ Was hat viel. denn mehr? Zerauro hat mehr, oder? Ne, ich glaube nicht. Glauben ist nicht Gib wissen. mir, überbrücke 2 Sekunden und ich gucke nach. One, two, three, four. Das sind keine 2 Sekunden, mein Freund. Ja, warte. Ja, Zeraora hast dich verschrieben, wa? Kann ja mal Zeraora. passieren. Also Zeraora hat, um das mal eben für dich Mit Burg darzustellen, ab. also ich bin schon auf 130 und habe ihn nicht gefunden. Okay, gut, denn du hast so eine coole Statistik. Okay, also wir haben gehört, Mega Despotar macht Also Schaden. es gibt Ja. 1, 2, 3, 5, Wie jetzt? 13 Monster, die haben mehr Wie Attack. viel Und sind da sind so erlaubt in welche dieser wie Season? Wie viel Mons sind verboten? davon. Ja. Davon sind erlaubt 1, 2, 3, 4, Ja. 5, Ja. 6. Ja. Und der Rest ist verboten. Ach so, 6 sind nur dabei. Also Also haben wir nur das 7 stärkste Mana. Attack siebtstärkste Mon, ja. Attack Mon. Wow! Also zum Beispiel Zacian Crown hat 170 Attack. Nur zum Vergleichen. Wir haben 164. Seeschirn, jetzt kommen wir Und auf Primal Deutsch. Groudon hat 108. Der ist aber verboten. Ja. Ja, zu Und Recht. Mega Rayquaza hat auch 180, der ist auch Hä, verboten. der darf man nicht spielen? Krass. Geht's weiter zum letzten Mon? Ne? Es ist, ja, und das ist, glaube ich, das am enttäuschendsten von dem, was ihr gesehen habt bis jetzt, weil das hatten wir schon mal. Stahlprofi, Moruda, Yuffie Kisaragi.
Hey, Da ist Ghost. ein Tippfehler drin. Wir wollten dir auf deine Fehler hinweisen. Der heißt nicht Moruza. Muruza. Moruz, der heißt jetzt Moruda. Ja, dann muss ich es umändern. Ist okay. Fuck. Moruda. Ja, Wir wollen Moruza. ja dich auch hier verbessern mal. Ja, kannst du dich vorher machen? Shit, Diggi. Aber Du ja, hast mir es die ja ist. vorher nicht gezeigt, die Ja, Kerngrafik. war geil. Ja, wie gesagt, Moruda ist das zweite Mal in unser Team. Da wurden wir auch gesniped. Wir hatten, also ich hatte persönlich dezent Bock auf Fuyal gehabt, aber hey, Dirin und Gribbin, ihr werdet das Beste aus dem Mon rausholen. Von daher, viel Spaß. Ja, musst du es dann entscheiden, was picken wir. Wir hatten drei Optionen, ob wir so ein bisschen noch auf Spikes gehen, ob wir auf Turbodreher gehen oder ob wir mehr auf Egesamen gehen, so grob die Ansätze. Wahrscheinlich hätte das andere Mon auch besser zu uns gepasst, aber wir kannten Moroda schon. Wir wissen, wie gut es ist und es hat uns schon ein bisschen geholfen. Von daher, ja, Moroda in unserem Team. Ja, Pumpkin war halt auch noch eine Möglichkeit. Und was war denn das andere? Da habe ich schon wieder vergessen. Ja, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber okay. Kannst doch sagen. Ja, Ist doch eh alles gepickt. ja, aber mir fällt der Name nicht ein. Hier, der Ach Starter von hier, Gen 6. Ja, Brigaron. Brigaron, Brigaron, ja, ja. der Auf den war hatte ich Bock, aber. ne? Also bin ich ehrlich, ich habe ja dich entscheiden lassen am Ja. Ende. Aber hättest du Brigaron gesagt, wäre ich safe dabei gewesen. Egal, ob er Ja, uns ich habe stärkt oder aus nicht. gewissen Gründen mich dann gegen Brigaron entschieden. Die Ja. verraten wir jetzt aber nicht. Nee, wahrscheinlich hat es nichts mit dem Bruder zu tun. Ja, gut. Scalani, wir haben jetzt unser Team gesehen. Du siehst es. Du hast es gesehen. Du wirst es mindestens 9 Wochen sehen, wenn wir die Top 4 erreichen. Weil es geht ja darum, die Top 4 gehen es weiter ins Halbfinale, in die Viertelfinale und dann Halbfinale und so weiter und so fort. Von daher, was ist dein Lieblingsmon? Ist es Megadespotor? Ich habe richtig Bock auf Flecktragon. Elektragon, ne? Ich zähle nur, wie viele Switch-ins für den gefunden werden. Okay. Kannst du mich jetzt bitte auch fragen? Was ist dein Lieblingsmon? Ich glaube, nicht Lieblingsmann, aber gut, dass du fragst gerade nicht. Ich glaube, ich habe Bock auf Mosquito. Also das ist so, habe ich noch nicht so oft gesehen. Und wenn ich sehe, war es immer eklig, weil es im gegnerischen Team war. Und ich glaube, die kriegen wir gut gebacken hin. Glaube ich schon. Ich glaube, da werden andere Mons wie Vesprit bei uns untergehen. Vesprit so, Flampivian, Schwalbos, weiß nicht so, weißt du, wie ich meine? Aber so ein Mosquito kann mit Agrostella und Cramor und Mega Despotar, glaube ich, das macht, glaube ich, gut Work. Ja, sehe ich. Gut. Scalani, dann war es das doch schon wieder. Ich will dich nicht weiter aufhalten mit deiner privaten Zeit, weil du hast was Besseres zu tun. Du hast ein Leben, du hast eine Familie, du bist ja, jede Woche hier bei mir und spielst mit mir Pokémon, du kleiner Loser. Von daher, Scalani, Schlussworte gehen an dich wie immer. Du weißt ja, wie es läuft. Ich bedanke mich. Von daher, tschüss, bis dann. Ciao, ciao, und wir sind am ersten Spieltag.